Wir verwandeln Roboter in Geckos und greifen komplett energiefrei. Der Gecko ist in der Lage, mit nur einem Fuß sein komplettes Körpergewicht an sehr glatten Oberflächen halten zu können. Das heißt, es sind Millionen Härchen, die dort in Kontakt mit der Oberfläche treten. Und genau dieses Funktionsprinzip, was physikalisch auf den Van der Waals-Kräften beruht, haben wir uns versucht zu eigen zu machen. Die Haftkraft generieren wir durch einen mikrostrukturierten Kunststoff. Wir haben hier kleine Härchen. Das kann man sich so vorstellen, dass wir da in einer Größenordnung sind, 10-mal kleiner als ein Haar. Der wichtigste Mechanismus dabei ist, so viel wie möglich Härchen in Kontakt zu bringen mit der Oberfläche. Dann wirken die Van der Waals-Kräfte. Man würde jetzt sagen, diese Kräfte sind ja gar nicht so groß. Wenn ich es aber schaffe, eine Mikrostruktur zu erzeugen, die genau mit der passenden Oberfläche in Kontakt kommt, bekomme ich hier Haftkräfte, die es mir ermöglichen, mit einem Kilo pro Quadratzentimeter, also das ist schon ganz schön viel, Dinge zu bewegen. Die Arteso-Greiftechnologie hilft der Umwelt dahingehend, dass wir zwei ganz wesentliche Vorteile haben. Einmal ist es das Thema rückstandsfrei. Wir müssen dadurch, dass wir keine Rückstände hinterlassen, auch keine Reinigungsprozesse im Nachgang durchführen. Der zweite Punkt ist natürlich das energielose Greifen. Das heißt, wir brauchen keine externen Medien in Form von Druckluft oder auch elektrische Energie, die zugeführt werden müssen. Das heißt, wir können durch unser energiefreies Greifen signifikant dazu beitragen, den CO2-Abdruck der Produktionstechnik zu reduzieren. Das sind enorme Energiekosten, die wir komplett rausholen können aus der Anlage. Wir können die Anlage kleiner machen, wir können die Planungskosten reduzieren. Also als wir die Information erhalten haben, dass wir den IKU Award gewonnen haben, war die Freude natürlich riesengroß. So einen renommierten Preis zu gewinnen, das ist für die Mannschaft, die dahinter steht, eine riesen Wertschätzung.